Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Vanille Provinzen. So, was gibt es Neues? Ich habe gestern Abend noch ein wenig gestreamt und muss mal ganz kurz meinen Fernseher wieder anschmeißen. Aua. Ja, exklusive Fail-Sounds nur von mir hier. Auf jeden Fall, ich habe gestern Abend noch ein bisschen gestreamt. Und was gibt es Neues? Wir hatten Besuch bekommen vom Street Digger 2. Und naja, er hat uns dieses wundervolle Bauwerk hinterlassen. Ja. Ich meine, wer braucht schon diesen Haufen Laub mit Cobblestones, ein bisschen Redstone und da ist eine voll funktionierende Angelfarm. Ja, dann ist einfach mal schnell eine voll funktionierende Angelfarm aufgebaut, die ich auch schon ein bisschen genutzt habe. Habe sogar jetzt eine Angel mit Haltbarkeit 3, Glück des Meeres 3, Köder 2 und Reparatur. Also, wenn ich es richtig einstelle, geht die nie kaputt. Ich habe ja auch ein verzaubertes Buch mit Effizienz 4, aber Fluch des Verschwindens. Also, können wir vielleicht irgendwen mal andrehen. Und dann hier unten ist alles zugebaut. Ja. Der hat mir dann noch geholfen, hier einmal komplett zuzubauen. Und ich würde sagen, wir bauen vielleicht heute schon mal so die ersten Wände auf. Wäre vielleicht gar nicht mal so scheiße. Ich bin halt am Überlegen, ob ich hier noch... Ja, ich schätze mal, hier baue ich noch den Weg hin. Ich habe hier schon mal so ein bisschen angefangen. Halt so ein bisschen Wege verlegen. Ah ja, und ich wollte nochmal AFK verzaubern, also aufgehen. Und ich habe noch eine Glücksspitzhacke, aber diesmal mit Haltbarkeit. So, der Crazy ist zwar auf dem Server, aber der gönnt sich gerade eine Runde AFK-Farming. Weil der muss noch ein bisschen Zimmer aufräumen machen. So, ich bin aber mal am Schauen. Ich schätze mal, wenn wir jetzt das einmal fertig haben. Also einmal das, so die erste Etage zumindest, würde ich schauen, dass wir mal so ein bisschen unser Equip verbessern. Weil so langsam wird es mal Zeit. Wir haben so ziemlich ein... Naja. Also so richtig zufrieden damit bin ich nicht. So. Machen wir das mal weg. Ich habe mir nämlich was überlegt. Ich will hier so für die Flure, würde ich zwar das Akazienholz noch verwenden, aber für die Räume anderes. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir das Dark Oakwood verwenden hierfür. Also ein bisschen Abwechslung. So, und damit wir noch ein bisschen Holz sparen, machen wir es schlau. Nehme ich mir mal hier so ein Stack Kobbel, weil hier kommt ja eine Wand hin. Jo, das war super. Und zwar, tun wir die Angel mal beiseite und dann wieder doch rein. Einmal hier so eine Abgrenzung. So. Dann einmal, wie groß ist das jetzt? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Würde ich sagen, machen wir 4x4 Wege. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir hier einen Zen-Garten hinbauen. So für unsere eigene spirituelle Kraft. Und einfach, weil ich es so schön finde. Ich bin mal gespannt, was wir hier raus bauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das schon ziemlich geil aussehen wird, wenn wir so weitermachen. So, dann hier noch 4. Und dann hier 4. Ich glaube, das kann echt was werden.
So, ich schätze mal, dass ich vielleicht sogar gar nicht mit Sand großartig arbeiten werde, sondern einfach so, ja, so ein kleines, aber feines Blumenfeld hier reinsetzen werde. So. Dark Oak Wood. Davon haben wir ja gut etwas. Ja, der Plan besteht auch noch weiterhin, dass wir in die oberste Etage eine Hoteletage machen. Wo dann jeder einmal so sein kleines eigenes Zuhause machen kann. Wie sähe das mit Sand jetzt aus? Das Holz tue ich mal hier wieder hin. So, machen wir doch einfach mal. Das ist ja relativ schnell wieder abgebaut. Ich glaube, mit Erde sieht das schöner aus. Ja. Dann machen wir hier Erde rein. Einfach, damit wir dann schön etwas Blumen pflanzen können. Unser kleines Blumenparadies. Ja, machen wir so. Ah, da wohl ein paar Pingse-Probleme. So, Erde haben wir ja noch. Da habe ich auch schon hier dem Money jetzt mittlerweile AKA. Also ist er weg. Hier den No. Not Greedy. Ja, der hat sich umbenannt. Den habe ich da ein bisschen mit ausgeholfen. Der hat Erde gebraucht. So. So. Wie sieht das mit dem Lichtlevel aus? Naja. Machen wir mal so und so. Ja, so sollte hier nichts spawnen. Okay, dann schauen wir mal, wie wir hier die Wand hin platzieren. Was haben wir noch da? Birkenholz würde ich dafür eigentlich nicht nehmen. Eichenholz haben wir aber so wenig. Ich wäre dafür, dass wir eine Mischung hieraus machen. So, also ungefähr. Zack. 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 Okay. Was ist, wenn wir das alle zwei Blöcke machen? Das würde jetzt hier scheiße aussehen, es sei denn, wir würden das so machen. Wow, haben wir Leck? Ja, so könnte man das machen. Dann machen wir das auch so. Dann vielleicht hier so von oben einfach so ein Bereich, wo man runterschauen kann, ne? Das könnte schon ziemlich sexuell aussehen. Weiter. Weil auf den Soundtrack habe ich gerade nicht so wirklich viel Bock. Fichten. Obwohl, ich nehme es mal
alles mit an Fichte. Ja, das war große Klasse. Eins, zwei. Geht doch super auf. So. Sehr schön. Machen wir das hier so als Eingang. Dann haben wir hier nämlich 2-2. Dann haben wir hier so ein bisschen farbliche Abwechslung im Haus. Ah, dann würde ich aber hier noch. So. So, jetzt die beste Frage. Aus welchem Holz bauen wir hier die Türen rein? Was ich auf jeden Fall mal machen würde. Sowas. F3. Und das hier dann weiter. Oh, hier ist nicht gut. Hier muss eine Fackel hin. Da sieht mir das tot düster aus. Aber das geht klar. Gut. So, sehr schön. Wie lange sind wir dran? 11 Minuten. Weißt du was? Ja, komm, das machen wir jetzt noch. Aua. Mach ich mal so und so. Oder will ich... Nee, dann mach mal anders. Dann mach mal hier oben noch ein paar Akzente. Ich finde, das kann man so lassen, oder? Ja, ich finde schon. Und dann kann man da oben so schön mit Slabs arbeiten. Nee, das gefällt mir nicht. Dann mache ich das lieber so. So, oder? Ich meine, von unten sieht man das eh nicht. Konnte man nicht irgendwie so? Dann habe ich eine Idee. Dann machen wir hier so eine Treppe dran, damit das nicht ganz so scheiße aussieht. Gut. Unser erster Raum steht. Komm, machen wir hier noch das gerade weg. Den Raum würde ich gerne heute bauen. Weil ich würde mir hier gerne einen Verzauberungsraum aufbauen. Und zwar im Bibliothek-Style. Ich schaue gerade nebenbei noch so ein bisschen SGDQ, also Summer Games Done Quick. Läuft gerade schön Kingdom Hearts 2 im Final Mix im Critical Mode. Wem das nicht sagt, also Final Mix ist quasi der Remix, also die Remake-Version von Kingdom Hearts und der Critical Mode ist einfach nur das Schwerste. So. Also, wie machen wir das hier? Ich würde erstmal ja wieder sagen... Eine Cobblestone-Umrandung. So, das sehe ich aber jetzt schon, dass das hier zu dunkel ist. Wundert euch nicht über den Baum da hinten, den werde ich noch fällen. Den hat ja der liebe Streetie hier reingesetzt.
Ich glaube so langsam, ich werde echt eins der größten Häuser im Projekt haben. Also, dass ich ein großes Haus habe, das ist mir schon klar, aber ich war jetzt erst vor kurzem mal so rund und habe erst mal so gesehen, was die anderen so gebaut haben. So, tue ich das mal zurück, das zurück. Akazienholz, Tropenholz. Wie machen wir das jetzt am besten? Komm, machen wir das so oder? Nee. Ich schätze mal, ich werde da auch wieder das Birchwood nehmen. Und das ist. Nee, das Boostwood und das Birchwood so rum. Nicht auch schon wieder. So, dann auch hier wieder. Eins. 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 Na. Eins. Eins. Scheiße. Was ist, wenn wir das jetzt hier immer unterschiedlich machen? So, 1, 2, 3, 2. Nee. Zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2, 3. So könnten wir es machen. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3 und dann hier 2. Wieso ist da hinten ein Creeper? Wo kommst du, kleiner Hosenscheißer, her? Oh oh. Ich hasse es, wenn die manchmal nicht so wirklich wegfliegen. Ja gut, fixen wir schon mal, was zu fixen geht. Muss ich dann jetzt... Oder machen wir sogar... Ne, machen wir gleich weiter. Ich schätze mal, da werde ich hier so einen Eingang reinmachen. Jetzt mal, ich lasse das Design, aber dann so mit dem Holzmuster. Dann will ich aber hier in die Bibliothek auf jeden Fall Birchwood verarbeiten. Hier kann ja der ganze Boden aus dem Zeug sein und ich weiß auch, dass ich das nur so verbauen werde. Dann können wir das ja schon mal hinlegen. Ich weiß nicht, ich finde so ein schönes, helles Holz passt zu einer Bibliothek. Also so ist es zumindest in unserer Bibliothek. Was, da steht ja die Bücherei? Ja, stellt euch vor, ich lese auch Bücher. Voll der Streber. Ja, aber da bin ich altmodisch. So ein schönes Buch, ne? Weil ich sogar so vor kurzem noch gelesen hatte, war, wie heißt das Buch nochmal genau? Ich weiß ja, ich komme da immer durcheinander. Das habe ich jetzt auch schon zurückgegeben. Einmal habe ich gelesen, die Stadt der träumenden Bücher und das im... Entweder das oder im Land. Ich weiß es nicht mehr genau. Das fand ich war ein schönes Buch. War ein schöner Fantasy-Roman. Also ich muss sagen, kann ich nur weiterempfehlen. Oder es gab auch noch ein Buch, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Vielleicht kennt das ja zufälligerweise einer. Es war auch so ein bisschen Fantasy angelehnt. Okay, was heißt
Ein bisschen, es war Fantasy angelehnt. Ging da um eine Straßenkatze, die keine Chance hatte zu überleben. Und ein Mann, der in einer großen Villa gelebt hatte, meinte, pass auf, weil du eine ganz, ganz seltene Fellsorte hast, würde ich dir einen Vorschlag machen, du darfst einen Monat bei mir leben. Ich werde dich mit allem füttern, was ich habe, mit den besten Zutaten und sowas. Und dafür darf ich dich nach einem Monat schlachten und dein Fell dann verarbeiten. So, und weil die Katze da halt so dachte, dass das, da sie eh nicht mehr wirklich lange leben wird, hat sie zugeschlagen und später immer weiter hat sich so der Wunsch, so zu überleben, doch wieder reingesetzt. Fand ich auch schön gemacht. Wann wart ihr denn so zuletzt mal in der Bücherei und habt euch ein schönes Buch geholt? Ich finde, das wird heutzutage immer viel zu sehr vernachlässigt. Ich meine, du da, genau du. Geh da mal wieder schön in die Bücherei und schnapp dir mal ein Buch. Oder genau so etwas, was ich finde, was man immer weniger macht. Wann wart ihr denn mal in letzter Zeit auf dem Erdbeerfeld und habt einfach mal frische Erdbeeren gepflückt? Nur nicht mal mehr großartig in den Supermarkt gehen oder so. Einfach reingehen und frische Erdbeeren pflücken. Schön vom Feld. So, und jetzt braucht es neue Birken. Soll ich das ganz stumpf machen? Soll ich das im Haus gerade anpflanzen? Habe ich hier, genau hier, Bone Meal? Ich habe jetzt 6 Knochen nur nach dem Bone Meal. Mache ich das doch gerade hier. Ich glaube, so viel brauche ich auch gar nicht mehr. Vielleicht 3-4 Bäume. Nee, was, oder generell, so auch ganz stumpf. Ich finde, es gibt in der Bücherwelt gar keinen Stumpf. So Harry Potter. Ich nutze euch einfach ein Buch, irgendetwas, was euch gefällt. Ich finde auch die Harry Potter Bücher immer noch super. Ich muss auch immer noch sagen, ich habe immer noch den letzten Teil gelesen, die letzten beiden Bücher. Nee, gab es ja noch ein Buch. Nur, Heiligtümer des Todes, habe ich nicht gelesen. Muss ich noch. Klar, es gibt auch Bücher, die nicht jedem passen. Ich meine, ich musste auch in der Schule müsste ich, ich glaube, das war von Schiller, ich bin mir nicht mehr wirklich sicher. Die Räuberbande war das, musste ich lesen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war so ein Buch, wo ich einfach nur gesagt habe, alles klar. Wo ist die Wikipedia-Zusammenfassung? Das war halt einfach nicht so wirklich mein Fall. Ich meine, das gibt es auch immer. Ich meine, das gibt es auch bei Videospielen. Und was ist heutzutage? Früher wurde immer gesagt, ja, kann ich nachvollziehen. Das ist eine sehr gute Begründung, dass man dieses Buch nicht mag. Ich kann aber nur sagen, mir gefällt es, ich bin ein Kenner dieses Werkes. Und was ist heutzutage? Ey, du Ficker, du magst das Spiel, du bist so scheiße. Das finde ich so ein bisschen traurig. Wobei ich ganz ehrlich finde, dass in einigen Ecken sich manche Spiele und Bücher sogar eigentlich ähneln. Ich meine, manche Bücher sind einfach nur dafür da, um einfach über die Grenzen der Wirklichkeit, was geht, einfach eine neue Geschichte zu entdecken. Und was machen Spiele? Ich meine, Final Fantasy. So, sehr schön. Damit haben wir schon mal ein bisschen Leben in der Bude. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir hier ein paar Bücher reinkriegen. Bauen wir unsere Bibliothek mal auf. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.